Wop. Du Typ. Nächste große Wespe. Haben irgendwas bekommen? Nein, scheinbar nicht. Doch ein Darley's Blitzstab. Aber der ist ja mega schlecht. Einen Mana-Ring brauchen wir auch nicht. Wir bekommen nur Schrott. Gigantische Wespe, sehr große Wespe, hier. Oh, der Licht hat Problemchen. Dann nehmen wir den Dämon halt raus. Gigantische Wespe. Da unten sind auch gigantische. Gigantische, sehr große Wespe. Noch ein Käfersparm. Das haben die so gern, diese Wespen. Ein Käferschwarm. So, 6 von 7. Mist. So, was braucht ihr nun, Ritter oder Beshi? Haben Rally. Beides. Das jetzt ein bisschen lauter aufnehmen, so wie wenn es so ein bisschen Nachzeugs ist, da Nachhall. Aber es liegt nicht an den Einstellungen, sondern an der Sensibilität vom Headset Mikrofon, und das kann ich einfach nicht so gut unterbinden. Also eben, ich mache das Mikrofon ein bisschen weiter nach oben. Also, müssen wir jetzt noch was nehmen? Dosim. Nee, einfach nach Dosim. Okay. Sorry für den Unterbruch, meine Schwester war gerade da und wollte etwas fragen. Aber jetzt ist gut. Weiter geht's. Ich habe bei Treeit von Minecraft habe ich momentan ein bisschen Probleme. Da kamen momentan nicht so viele Parts. Ich muss schauen. Und ja, es kamen zwei neue Updates raus und die Forge Multipart Datei war doppelt. Da hat der Mod Entwickler irgendwie ein Problem eingebaut und so. Und dann kam nochmals ein Patch, dann ging das auch wieder nicht. Hat es vergessen rauszunehmen oder irgendwie. Ja. Momentan geht es, aber es leckt extrem, auch ohne Fraps und Aufnahme und alles mögliche. Der Narf. Hallo? Ich will doch zum Quest geben. Wieso wurde mir das nicht angezeigt auf der kleinen Karte? Ja, haben wir das. Jetzt nehmen wir noch die anderen paar Quests an. Jetzt müssen wir hier rein. Zum Schneider. Hast du irgendwas Schönes für mich? Schauen wir mal. Aber scheinbar haben die auch genau gleichen Ausrüstungsteile. Ist doch ein Scheiß. Schrott.
Okay, jetzt müssen wir hier kurz zur Küste und zur... Was müssen wir hier machen? Drei Panzer von magischen Käfer. Aha. Und die Käfer sind wo? Das kommt mir so noch bekannt vor, vor einem Jahr. Aber ich weiß nicht mehr, wo diese Käfer sind. Die müssten eigentlich hier sein. Vielleicht hier unten. Ja, sie sind hier. Goldener Käfer. Nein, magische Käfer. Und wo sind die magischen Käfer? Aha, wir müssen die grünen Drohnenwespen hier töten. Jetzt check ich. Da heißt einer Fox Antichrist. Ist jetzt nicht gerade ein toller Name. Oder halt Ignore-Funktion, genau. Die meisten machen leider auf Ignore. Aber soll's. Das habe ich mehrmals mitbekommen, dass es einfach immer so ist, wenn es keine Regeln gibt und nichts, dann werden die Leute eigentlich relativ schnell demotiviert, böse und alles mögliche. Nicht gerade gut. Also ich würde ja gerne jedes Mal beim Drochen mitmachen, also. Also er ist zu stark. Aber ich bin ja Beschwörerin, also ich muss ja nicht auf mein Leben eigentlich aufpassen bei einem Drachenkeh. Außer der macht so Aoe-Attacken und so, aber ja. Da bin ich auch außerhalb. Aber wir werden mal schauen dann, ab wann wir Drache machen können. Das wird sicher auch einer von der Gilde dann sagen. Wahrscheinlich so ab Level 45 bis 50. Da ich ja jetzt mehr Regnum spiele, werde ich auch schneller so hoch sein. Und dann geht's ab. Und auch die Wartzone machen wir dann fast jeden Tag. Es scheint immer so, als würde die als Matsch sein. Zwei SK, zwei Alsen, Noobs, Beschi und Barb. Also gehen wir zurück. Kann da nicht ein bisschen nah heranzoomen? Jetzt so ein schöner Körper. Ah, sexy. Also, wo gehen wir jetzt hin? Da drüber, okay? Mach platt. Mach sie platt. Ah, hier. Die Stacheln in den Ofen schmeißen. Hallo? Und jetzt. Sehr große grüne Wespe. Eine nur sehr große Wespe. Rein wir ein anderes Mal. Wir machen noch die Rühkiste. Die Rühkiste. Die Rühküste. Was müssen wir hier machen? Geht in Richtung Rühküste. Wo ist die Rühküste? Das ist doch die hier. Nein.
Nein, das ist der Oststrand. Dann ist es der da. Oben. Küste, Küste. Es gibt keine andere Küste irgendwo in der Nähe. Und wieso hat es dann wieder so viele gelbe... Nicht dieses Fenster. Es hat so viele gelbe jetzt in der Warzone. Es ist wieder verbuggt. Hundertprozentig ist hier was verbuggt. Aber wenigstens ist bei den anderen Reichen kein gelbes dort. Ach komm schon, Entwickler, mach doch wenigstens diese Bugs weg. Rieküste, wo ist die Rieküste? Ah, das ist die Küste, sehr schöne Kiste. Wo hat sie hier eine Kiste? Hier müssen wir... Junge Zyklopen töten schon wieder, oh Gott. Abwechslung? Nö. Kein Bock, das Spiel muss immer unabwechslungsreich sein. Es muss richtig... schrecklich langweilig sein. Oh, ein Steinchen. Kann man das essen? Schuhen! Oh, Schuhen! Ich rede gute Deutsche. Bei TV Total sieht man auch immer gut, wie manche Menschen dumm sein können. Ich hoffe nur, ihr seid nicht so dumm. Ich brauche nämlich intelligente, ganz intelligente Zuschauer, die mir alles helfen können. Genau. Aber keine Schleimer. Schleimer brauche ich nicht. So, wo haben wir hier diese Zyklopen? Aber wieso immer junge Zyklop und nicht normale Zyklop? Das nervt. Die sind immer hier oben irgendwo. Voll am Herumgammeln. Die ganze Zeit machen sie nichts anderes als auf Opfer, als auf Leute zu warten, die sie killen. So, hier ist ein junger Zyklop. Dann fangen wir mal an. 7 Stück müssen wir erledigen. Nicht auf mich. Gut. Schön brav sein und auf den Dämonen gehen. Schaffst du es, Rieber? Ja, backen. Du schaffst es auch nur mit backen. Okay. Daumen nach runter, aber nicht fürs Video. Daumen runter für das Spiel. Großer Steingolem, da greift jemand den an. Ein kleines... wie heißen die Landfahrer? Also, Laila Safna. Okay. Laila! Laila, das ist, glaube ich, im Lied Fata Morgana. Und diese kleine Laila wünschte mir irgendwas, irgendwas. Von der Oase. An einer Fata Morgana, so schön und doch so fern, von einer Fata Morgana. Simsalabim. Schon ist sie da. Ah, Katababa, und schon ist sie wieder da. Von einer Fata Morgana, so weit und doch so fern. Und irgendwie so.
Das war ein Lied, das kannte ich schon in der Schule, haben wir es mal im Unterricht gehabt, mussten wir es elendig lange auswendig lernen und so. Oh mein Gott. Habt ihr das auch immer noch? Früher musste man immer alles auswendig lernen. Und Diktate an Diktate lesen. Oh je Gott. Das war schlimm. So, jetzt gehen wir hier nach Reira, machen hier nochmal einen Punkt hin. Ein Safe-Punkt wieder auf. Ein Stix-Punkt. Und ja, ich sollte jetzt wieder mal beenden. Ich habe viel zu viele Videos jetzt momentan von Regnum. Ich sollte endlich mal hochladen. Und Puff-of-Exile muss ich auch mal wieder hochladen. Also, dann machen wir heute Schluss und werden das nächste Mal wieder pünktlich vor Ort sein und hoffentlich dann bald auch mit dem Livestream. Also bis dann, tschüss und Dankeschön fürs Schauen. Bye bye. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, mit mir spielt gerade Miraku, leider ist er nicht am Telefon. Also er kann leider nicht reden, wir chatten einfach so. Er ist, ja, ein Neuer hat gefragt, ob er mitspielen kann, also mitmachen kann im Let's Play, und ich habe gesagt, ja. Ja. Wir diskutieren gerade, was wir machen jetzt. Ich gehe mal nach Dosim, oder nein. Gehen nach Raya und nehmen eine Reisequest an. LKG. Ja, ich habe in Dosim und Fiskal Nekos. So, wahrscheinlich teilen wir uns kurz auf und leveln dann bei Gegner. Machen wir das kurz und leveln dann bei Gegner.